und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute wieder eine besondere Kartenform zeigen. Und zwar ist es diese Karte hier. Ihr seht schon, hier liegen noch ein paar Hochzeitsbilder, denn das war unsere Dankeskarte von der kirchlichen Hochzeit. Die hat so ausgeschaut. Hier vorne hatte ich noch drauf geschrieben, wer sie bekommt. Und wenn man sie dann aufklappt, dann war die innen so. Mit den Fotos und dem Danke gestempelt. Ich fand die richtig schön und die ist auch super gut angekommen bei jedem, der sie bekommen hat. Und es macht einfach total Spaß, die auf und zu zu machen. Okay, ich habe damals nach einer Kartenform gesucht, wo ich viel Platz habe für Bilder. Ich wollte ein paar Bilder unterbringen und deswegen ist mir diese Kartenform ganz besonders ins Auge gesprungen. Und das sollte natürlich auch was Besonderes sein, klar. Und das ist es auf jeden Fall und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Wir machen daraus aber keine Dankeskarten mehr. Ich habe zwar noch Bilder übrig, aber wir machen daraus eine etwas andere Karte. Ich schaue mal die Bilder auf die Seite und zeige euch mal jetzt noch diese Karte hier. Wir machen auch eine Hochzeitskarte daraus. Es passt einfach zum Hochzeitsthema ganz gut. Aber ihr könnt die natürlich zu jedem Thema umwandeln. Ich werde sie ein bisschen anders gestalten als jetzt hier. Also nur minimal, aber wenn die dann aufgeht, sieht die von innen so aus. Und das machen wir jetzt zusammen und ich zeige euch, wie das funktioniert. Bevor wir starten, zeige ich euch noch die Stars, nämlich die Stempelsets und die Sinnletzformen, die wir heute verwenden. Ein Stempelset, das kennt ihr schon viel von mir, das ist doppelt gemoppelt, das benutze ich heute auch wieder. Und dann nehme ich noch das Love You to Pieces und die passenden Sinnletzformen dazu, die heißen Puzzleteile. Leider ist dieses Set nur in Englisch erhältlich. Das wäre natürlich toll in Deutsch, aber naja, gibt es leider nicht. Schade. Aber wir benutzen es jetzt eben in Englisch und machen da eine richtig schöne Karte draus. Dann habe ich hier schon hergerichtet, was man alles so an Papier braucht. Ich fange jetzt einfach mal hier unten an. Ich habe 4 Stück Farbkarton jetzt in grüner Apfel mit den Maß 8,5 x 5,5 cm. 4 Stück. Einmal Farbkarton in auch in grüner Apfel mit 13 cm x 9,5 cm. Dann in Vanille pur habe ich hier einen Farbkarton mit 13,5 x 10 cm. 4 Karten mit dem Maß 8 x 5 cm. 2 x 8,5 cm x 10 cm auch in Vanille pur. Ein Reststück in Vanille pur. Und dann haben wir noch Wildleder hier liegen. Habe ich einmal eine Grundkarte, die ist 28 cm x 10,5 cm und gefalzt bei 14 cm. Einen Motivdeger mit dem Maß 24 cm x 9 cm und den Mechanismus, den wir jetzt dann gleich noch bauen, mit 21 cm x 9 cm. Und dann legen wir gleich mal los. So, also wir starten jetzt zuallererst mit der Funktion der Karte und machen danach die Dekoration. Denn ihr wollt bestimmt wissen, wie das funktioniert, dass sich das hier so super cool öffnet. Ich zeige es mal so von oben. Das macht schon echt total was her. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe die Maße ein bisschen abgewandelt von den Anleitungen, die ich bereits gesehen habe. Ich wollte Zentimetermaße für euch und die Maße nicht so ganz krumm und bucklig haben. Und deswegen habe ich das nochmal umgewandelt. Die Grundkarte haben wir ja schon fertig im Prinzip. Die können wir mal auf die Seite legen. Und wir fangen jetzt mal mit dem Motivträger an. Der Motivträger ist dieser Teil, wo wir dann unsere Motive oder eben Fotos draufkleben. Ihr könnt da übrigens auch eine super Babykarte machen bestimmt, mit Babybildern. Ist bestimmt auch ganz hübsch. Okay, und der Motivträger wird jetzt erstmal eingelegt an der langen Kante und wir falzen. Und zwar falze ich jetzt einmal bei 6 cm. Ich lege mir das hier an bei 6 cm. Falze mir mit der hellen Klinge und schiebe mir das dann weiter bis, ich muss das jetzt ausklappen, bis 18 cm. Und dann drehe ich mir dieses Papier einmal um und falze es nochmal bei 12 cm. So habe ich meine Falzlinie jetzt bei 6, 12 und 18 cm. Und ich kann mir das jetzt gleich mal nachfalzen. Ich nehme da auch meinen Papierfalter noch dazu. Und falze mir das nochmal ordentlich nach. So sieht das Ganze dann aus. Und wir müssen es nur richtig rum hinlegen. Und zwar wird es dann so aufgeklebt,
dass wir wie so ein W haben, wenn wir von oben schauen. So ein W liegt dann vor uns. So wird das Ganze aufgeklebt. Jetzt kommt der Teil, der ist ein bisschen tricky. Und obwohl ich diese Karte schon, ich weiß gar nicht, wie oft gemacht habe. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie viele Dankeskarten ich gemacht habe. Ich habe sie wirklich schon, also fast, keine Ahnung, 80 Mal oder so gemacht. Trotzdem habe ich echt wieder mal überlegen müssen, wie das funktioniert, wie das gleich nochmal geht. Also ich habe das so gemacht. Ich lege mir jetzt die schmale Seite ein von meinem Papier, dass die 9 cm sind hier oben, und falze mir das dann bei 4,5 cm, also bei der Hälfte. Lege ich hier wieder an bei 4,5 und falze mir das dann einmal mit der hellen Klinge nach. Jetzt nehme ich das Papier wieder raus und drehe es mir um und lege es mir mit der langen Kante nach oben an. Und zwar bei, ich muss selber mal nochmal spicken, dass ich euch ja das Richtige sage, bei 6 cm. Und jetzt mache ich mir eine Markierung hin. Also ich lege mir das hier bei 6 cm an und markiere mir dann hier einen kleinen Bereich mit Bleistift oben und unten. So sieht es dann aus. Ich habe jetzt hier eine kleine Markierung und hier unten eine kleine Markierung. Und jetzt drehe ich mir das Papier einmal so rüber, dass meine Markierung auf der rechten Seite ist. Lege es nochmal bei 6 cm an und mache das gleiche nochmal. Also wieder eine Markierung oben und unten. Und so sieht jetzt das Papier aus. Und jetzt falze ich das, und zwar von dieser Markierung bis zu dieser Markierung. Und dazu lege ich mir das Papier einmal so ein, dass diese beiden Markierungen, also ich hoffe, ich bin im Bild, dass ihr das gut seht, dass diese Markierung genau auf der Schiene anliegt und hier unten das gleiche, die Markierung muss an der Schiene anliegen. Und dann wird es einmal gefalzt. Und das gleiche mache ich eben auf der anderen Seite auch wieder, dass beide Markierungen schön auf meiner mittleren Führungsschiene einliegen, und falze es auch hier. Und dann sieht euer Papier so aus. Wir haben in der Mitte einen Falz und zweimal diese Falzen so diagonal auf der anderen Seite. Und so können wir uns das jetzt nachfalzen mit dem Falzbein. Ihr wisst, dass diese Bergfalzen, nennt man das, also diese minimalen Hügel, die man reinfalzt, die müssen immer nach innen. Das heißt, ich falze jetzt diese Linie nach innen. Falze mir das einmal schön nach. Und da wir es uns ja vorher umgedreht haben, kann ich jetzt die anderen beiden genau andersrum falzen. Dann stimmt es auch wieder. Meine Bergfalze ist wieder innen und ich kann mir die Linien richtig schön nachfalzen. Und zwar alle beide. So. Jetzt ist es so gefalzt. Und wenn wir das jetzt so verschließen, das heißt, wenn wir das jetzt so zusammenklappen, muss es genau passen. Tut's auch. Und das falzen wir uns jetzt auch nochmal nach. Also ich lege mir das jetzt so an und falze mir das hier nochmal nach. Weil das ist wirklich wichtig, dass der Mechanismus ordentlich gefalzt ist und dass der schön funktioniert. Dann öffnet sich die Karte richtig schön. Ich habe ganz vergessen, euch noch ein Beispiel zu zeigen. Entschuldigung. Ich habe hier noch eine andere Variante einer Hochzeitskarte. Und da sieht man das ganz gut. Da ist es ein bisschen schief. Das ist alles ein bisschen schief, weil eben der Mechanismus nicht ganz genau gefalzt war. Aber, na gut. Ist trotzdem eine schöne Karte. Aber es wäre noch ein anderes Beispiel für eine Hochzeitskarte. Ich baue jetzt die Karte gleich zusammen, damit ihr gleich den Mechanismus seht. Und dann machen wir die Deko zusammen. Dann nehme ich mir jetzt nochmal meine Grundkarte, klappe mir die mal auf, nehme mir nochmal ein Lineal und markiere mir die Mitte. Und zwar ist meine Karte ja 10,5 cm breit und ich mache mir einfach einen Markierungspunkt bei 5,25. Einfach einen kleinen Punkt, damit ich weiß, wo ist die Mitte von meiner Grundkarte. Und dann klebe ich mir schon mal meinen Motivträger auf. Und zwar nehme ich jetzt Abreißklebeband dafür. Das klebe ich mir einmal richtig schön an. Und zwar auf meinen beiden, das schaut ja aus wie so ein kleines Häuschen, auf beiden Spitzen mache ich das gleich mal, bringe ich das gleich mal an.
Ich würde jetzt hier nicht mit dem Snail arbeiten, weil der zu wenig stark klebt. Also nehmt auf jeden Fall das doppelseitige Klebeband. Oder wenn ihr den Fast Fuse noch habt, den könnt ihr auch verwenden. Und dann muss ich hier nur diese Klebefolien abziehen. Da habe ich es ein bisschen aufeinander geklebt, das macht aber nichts, es geht trotzdem. Und jetzt klebe ich mir diesen Bereich nach unten schon mal ziemlich gut an meine Markierung hin. Also genau in die Mitte. Und vom Abstand her so, dass ich die Karte noch gut zumachen kann. Also sehr nah an die Faltlinie hin, aber so, also ich glaube einen Millimeter weiter unten drunter, dass man halt die Karte schön schließen kann. Und dann kleben wir unseren Motivträger auch gleich auf. Dazu klappe ich mir jetzt erstmal, ohne den Kleber oben schon mal anzubringen, die Karte einmal komplett aus, dass sie schön flach aufliegt. Achte nochmal drauf, dass mein nach oben gefalzter Steg, sage ich jetzt mal, nach oben liegt. Klappe mir die Karte einmal zu und lege die mir hier so an. Und zwar mit der Kante, wo die beiden sich aneinander legen, genau in die Mitte. Und dann markiere ich mir hier links den unteren Bereich, schiebe mir das Ganze dann hoch, dass es hier schön anliegt und markiere mir diesen oberen Bereich noch. Weil diese beiden Bereiche sind die Bereiche, wo jetzt noch der Kleber aufgetragen wird. Und das mache ich auch wieder mit dem Abreißklebeband. Jetzt habe ich hier oben die beiden Klebebereiche und habe die Folien von den Klebern abgemacht und lege mir jetzt meinen Motivträger nochmal genauso rein wie eben gerade, so dass der hier an den Linien schön anliegt, an beiden Seiten. Und dann mache ich es nur so, dass ich mir das einmal auseinanderklappe. Und dabei achte ich jetzt nur darauf, dass hier unten und oben kein Rand rausschaut, weil die beiden, der Motivträger und der Mechanismus sind genau gleich breit, dass da kein Rand entsteht. Und so mache ich es hier auch nochmal. Und somit ist die Karte völlig funktionstüchtig. Das ist schon mal der erste Teil. Und der zweite Teil ist eigentlich nur noch, dass wir uns auch hier diese Klebefolien abnehmen. Und die Karte noch einmal zusammenklappen. Und schon ist unsere Karte fertig. Wir testen es jetzt gleich mal. Nehmen wir uns jetzt einmal auf und es funktioniert einwandfrei. Also wirklich cool. Schön. Also die Grundkarte ist fertig. Ihr habt gesehen, wie der Mechanismus dahinter steckt. Und jetzt fangen wir an mit der Deko. Als Stempelfarben benutze ich einmal Wildleder und einmal Savanne. Meine Stempel- und Perforiermatte lege ich mir unten rein. Meine Reststücke habe ich auch schon rausgesucht. Ich brauche nur zwei, so, in Vanille pur. Und ich stempel jetzt mir erstmal das Motiv mit dem Puzzleteil und das Motiv mit dem Herz, das dann auch zu einem Puzzleteil wird. Und das Ganze mache ich mit Savanne. Und dann stanze ich mir die beiden Teile gleich mit der Big Shot auf. Und damit mir das nicht verrutscht, klebe ich das einfach mit einem Post-it noch an, diese Stanzform auf das Papier. Und dann kann ich mir das einmal durchkurbeln. Dann nehme ich mir den Farbkarton in grüner Apfel und diese ganz kleinen Herzen aus dem Puzzle-Stempelset und die Farbe Wildleder und stempel mir ein paar Herzen so in den Hintergrund. Und jetzt verwende ich das silberne Garn und wickel mir das quasi ein bisschen um meine Karte rum. Und damit es leichter geht, klebe ich mir das auf der Rückseite erstmal an. Dann nehme ich jetzt auch mal nochmal schnell das Abreißklebeband und befestige mir das einfach an einer Stelle kurz. Und dann kann ich mir das leichter um die Karte wickeln.
klebe das jetzt so einen Zickzack auf. Ja, ich glaube, das reicht so. Dreimal. Und mache mir das an der Rückseite dann nochmal mit einem Abreißklebeband fest, damit mir das nicht mehr abhaut. Und ich klebe das mir auch hier nochmal an mit so einem flachen Stück. Also ich finde, es hat irgendwie was Feines, Besonderes. Das gefällt mir ganz gut und deswegen habe ich das jetzt mal ausprobiert. Und jetzt klebe ich das auf meinen weißen Hintergrund und zwar mit Dimensionals. Ich habe jetzt relativ viele benutzt, damit das alles eine gleichmäßige, schöne, elegante Höhe hat und nicht an einer Stelle ein bisschen niedriger wird. Und dann versuche ich mir das schön mittig hier drauf zu kleben. So. Und dann kommen wir schon an unsere Puzzleteile. Die klebe ich dann nämlich jetzt auch mit Dimensionals oben drüber. Da benutze ich jetzt zum Beispiel auch mal die Mini-Dimensionals und die großen, je nachdem, ob ihr ein größeres Puzzleteil habt oder ein kleines. Und ich habe jetzt festgestellt, da eignen sich ganz besonders diese Randstücke, die man sich einfach noch so zurechtschneiden kann. Die sind da echt auch super, um die unter diese Puzzleteile aufzubringen. Ich benutze jetzt hier noch ein ganz kleines Stück, damit die wirklich schön, die Puzzleteile schön hinterlegt sind. Und da muss ich jetzt nur noch die ganzen Klebefolien abnehmen und dann klebe ich mir das auf. Und dann wird gepuzzelt. Das ist süß, oder? Ich finde, das ist ein echt cooles Element mit dem Puzzle, mal ganz was anderes. Und es gefällt mir echt gut. Dann nehme ich ein Stück Juteband und schneide mir das auf die Länge der Karte zu. Und das klebe ich mir jetzt einfach mit Blue Dots an. Ich habe da gar nicht mehr viele drauf. Mal schauen, wie viele noch. Ah, einen habe ich noch. Na, vielleicht sollten wir zwei verwenden. Da nutze ich jetzt noch schnell ein Stück Abreißklebeband, weil meine Klebepunkte gerade ausgegangen sind. Okay, und das bringe ich dann so mittig auf. Und dann kommt noch unser süßes Puzzleteil und das kommt auch nochmal mit einem Dimensional oben drüber. So, und jetzt wird nochmal ein bisschen gestempelt und zwar die Innenteile werden jetzt gestempelt. Ich habe jetzt einmal die vier Stücke in Vanille pur mit den Maß 8x5 cm. Und die stempel ich jetzt relativ wild drauf los. Das Einzige, was ich jetzt hier mal mache, ist, dass ich ein Motiv über zwei Karten stempel und da mache ich so einen kleinen Abstand zwischendrin und stempel mir dann da das Röschen aus dem doppelt gemoppelt drauf. Und zwar mache ich das Ganze mit Savanne. Ich lege mir das so hin, dass es möglichst gleich aufeinander liegt und dass der Abstand in der Mitte ein bisschen gegeben ist. Und dann stempel ich mir einmal das Blümchen so drüber. Ihr tut euch eigentlich leichter, wenn ihr ein größeres Motiv habt. Aber ich hatte jetzt eben das, was ich da gern verwenden würde und das funktioniert genauso. Und dann wird noch ein bisschen weiter gestempelt. Mit den anderen Stempeln und mit Wildleder unter anderem. Also ich benutze jetzt noch diese kleine süße Klammer mit dem Herz. Auch nochmal in Savanne. Und das gleiche Element, das wir vorne auf der Karte haben, kommt auch nochmal innen rein. Mit dem süßen Puzzleteilchen. Und dann kommt noch der Spruch, alles Gute für eine Zukunft voller Liebe mit Wildleder. Den stempel ich hier so schräg rein und hoffe jetzt ganz fest, dass ich das richtig treffe. Okay, also das ist wirklich eng, also jetzt kann man es lesen, aber es ist schon knapp.
Und dann habe ich noch die kleinen süßen Herzen, die wir vorne auch schon drauf haben. Und die stempel ich noch auf die Innenseite hier unten hin. Und ich habe jetzt leider, weil ich das gestempelt habe, hier ein Stückchen erwischt. Deswegen mache ich auf die Rückseite einfach nochmal den Stempel mit dem Puzzleteil. Und lege das ein bisschen auf die Seite, dass ich es nicht nochmal erwische. Ich habe mir dafür jetzt einfach nochmal einen Farbkarton ausgeschnitten, weil bei meinem anderen war da hinten irgendwas drauf auf dem Papier. Und da kommt jetzt einfach nochmal dieses Puzzlestückchen drauf. Schön. Dann haben wir jetzt erstmal unsere Innenelemente. Und dann haben wir noch zwei Elemente für oben und unten. Einmal kommen nur die Herzchen in Wildleder nach oben in die Ecke. Ganz einfach. Und einmal kommt hier noch ein großer Stempel drauf. Und zwar, wir wünschen eine schöne Hochzeit und ein noch schöneres gemeinsames Leben. Wieder in Wildleder. Und das versuche ich relativ in die Mitte zu kriegen. Und die Pfeile mit dem Herzchen in der Mitte in Savanne noch einmal unten drunter. Perfekt. Dann geht's jetzt ans Kleben. Jetzt wird fleißig drauf losgeklebt. Einmal unser Vorderteil auf die Frontseite. Und dann kommen die Elemente hier alle innen rein. Einmal den Farbkarton in grüner Apfel. Den verteile ich auf meine vier Motivbereichen. Dieses größere Element mache ich unten hin. Das andere mit den Herzchen oben. Und dann verteilen wir uns noch hier unsere Motivkarten drauf und das klebe ich mir jetzt alles mit Flüssigkleber an und lasse euch da den Zeitraffer laufen. Ja, und wenn alle Elemente vorbereitet und geschnitten sind, dann geht es auch rucki-zucki mit dem Zusammenbauen. Wir testen jetzt mal schnell den Mechanismus. Also klappt wirklich super. Man muss ihn ein paar Mal auf und zu machen, dass sie nicht mehr hakt, aber klappt super. Und jetzt dekorieren wir noch ein bisschen mit Glitzersteine. Denn das darf natürlich auch nicht fehlen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier noch ein Herzchen hin machen wollte. Zumindest habe ich das so auf meiner Musterkarte. Dann mache ich das aber noch schnell. Geht ja richtig zucki. Und ihr habt jetzt hier oben einfach noch die Möglichkeit, richtig viel hinzuschreiben. Hier könnt ihr auf jeden Fall noch den Namen vom Paar hinschreiben. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ich lasse es noch ein bisschen trocknen und mache auf die Vorderseite dabei auch noch ein paar Glitzersteine. Gucken wir mal, wie wir das hier verteilt haben. Ein ganz großes. Oben hin. Und jetzt sind unsere beiden Karten fertig. Ich lege euch jetzt auch noch die andere Karte ins Bild und natürlich auch die Hochzeitskarte und zeige euch die nochmal ganz schnell. Einmal nochmal diese Hochzeitskarte, diese Variante ist mit den Herzen gestanzt. Und hier drin sind verschiedene Sprüche, verschiedene Stempel, es ist hier nicht alles geklebt. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Dann die Karte, wo wir jetzt eigentlich genau gleich gemacht haben. Da ist eben nur hier eine vanillepure Mattung dahinter. Wenn man die aufklappt, sieht sie so aus. Auch total schön. Und zuletzt noch unsere Dankeskarte, weil sie einfach so schön ist. Die mit den vielen Fotos. Vielleicht auch noch eine ganz gute Idee für euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen,
wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dieser ganz besonderen Karte. Tschüss!